traurige Gewissheit für die Angehörigen des Air Asia Flugs QZ8501. Die Maschine mit 162 Insassen ist ins Meer gestürzt. Zwei Tage nach dem Verschwinden des Airbus A320 auf dem Weg von Indonesien nach Singapur bergen Einsatzkräfte vor der Insel Borneo die ersten Leichen aus dem Wasser. Zuvor sichteten Suchflugzeuge Trümmerteile sowie den Umriss eines Flugzeuges am Meeresboden. In Surabaya, wo die Maschine am Sonntagmorgen gestartet war, spielen sich angesichts der Unglücksnachricht dramatische Szenen ab. Angehörige weinen, Menschen brechen zusammen und werden aus dem Saal getragen. Air Asia-Chef Tony Fernandes spricht den Familien sein Beileid aus. Sein Herz sei voller Trauer, schreibt er auf Twitter. Wörter könnten nicht ausdrücken, wie sehr es ihm leid tue.